Er ist schon mal wieder gut drauf hier, unser Emilio. Er ist ja gerne mal ein kleiner Witzbold, aber er ist so ein wunderbarer Sportler geworden. Jawohl, Madeleine Winter-Schulze macht sich startbereit. Isabel Wert. Wir wissen, die kann ihre Nerven sehr schön kontrollieren. Wird sie es heute das 12. Mal schaffen, sich den großen Dressurpreis von Aachen zu sichern? Es wäre das erste Mal mit Emilio. Thank you.
Wer jetzt keine Gänsehaut hat, der ist schade. Das ist dann einfach schade. Mein Gott, wie zelebriert sie das? Jo, da darf sich die Madeleine Winterschulze auch gern das ein oder andere Tränchen. Mensch, das sieht man bei ihr aber nicht so schnell. Mann, oh Mann, hat sie das genossen und hat er mitgemacht. Und das war einfach total klasse. Das war wirklich, wirklich klasse. Also, wunderschön, super, super schwer. Ich glaube, die schwerste Kür, die wir heute hier gesehen haben, in einer wunderbar athletischen, eleganten, präzisen, tollen Ausführung. Klitze, klitze, kleiner Haker in den Einer wechseln. Okay, den wollen wir hier gar nicht groß. Wollen wir jetzt einfach gar nicht so drüber reden. Es war einfach zu schön. Und am Ende weiß ich nicht, sie sagt immer wieder, wenn an der Schlusslinie, wenn da der Gesang einsetzt, kriege ich selber Gänsehaut. So schön finde ich das. Ich weiß nicht, ob ich mich verguckt habe. Ich meine, dass in ihrem Gesicht stand, sie hat kurz mitgepfiffen. Das sah wirklich so aus. Und als dann das Publikum klatschte, da lächelt sie, nimmt die Zügelführung einhändig. Und ich glaube, dann hat sie nur noch eins gemacht. Total genossen. Immer wieder hat sie nach dem Grand Prix gesagt, es ist meine Schuld gewesen. Ich habe nicht sensibel genug in ihn hineingelauscht. Ich würde sagen, Isabel Wirth, das hast du sehr gründlich nachgeholt. Emilio heute zu 100%.